So, jetzt habe ich vorhin einen Kommentar bekommen auf einen meiner Videos. Du hast einen Anruf und irgendeine Referenz, irgendein Vergleich zu irgendeinem Namen, irgendein Blabla Rogers, keine Ahnung, ist mir auch egal. Und dann hat auch genau dann mein Vater angerufen oder kurz nachdem dieser Kommentar gekommen ist. Also würde mich nicht wundern, wenn diese Fake-Profile teilweise von meinem Bruder gemacht worden sind oder von Leuten, die meinem Bruder zuspielen sollen. Bekräftigt mich alles nur noch in meiner Annahme, auch wenn mein Vater mich versucht hat, von diesen Gedanken wieder abzubringen. Aber ich lasse mich auf keine Diskussion mehr ein, ich reg mich nicht auf. Ich bleib jetzt einfach auf diesem Kurs, weil schlimmer kann das Ganze hier nicht mehr werden und jetzt einfach nur mit meinem Bruder den Kontakt abzubrechen, das ist jetzt das kleinere Übel, glaube ich.